Wie geht denn Ihre Konkurrenz mit Kunden um? Das fängt mitunter ganz harmlos an. Das schöne Gebäude würde ich mir da ganz arg toll vorstellen. Wenn man. Und wenn der Kunde erstmal seine Wünsche geäußert hat, wird er prompt auf die Schippe genommen. Und dann könnte man da unten noch ein schickes Schwimmbad reinbauen, wenn wir schon dabei sind. Bitte haben wir eh da. Unter Verkäufern ist das vermeintliche Angebot der Klassiker. Ich glaube, dann hätte ich gerne den. Genau den haben wir gerade im Angebot. Da kann ich Ihnen einen wunderbaren Setpreis für machen. Da wird dem Kunden schon mal ein Bär aufgebunden. Dienstleister hingegen erzählen ihren Kunden gerne mal die Story vom Pferd. Denn sind die teuren neuen Systeme erstmal installiert und es geht trotzdem etwas schief, wird sich schon ein Sündenbock finden. Und jetzt ist auch das Pferd schuld, oder? Zweifelhafte Anbieter nutzen mitunter den fehlenden technischen Sachverstand gutgläubiger Kunden und wiegen diese in Sicherheit. Also, herzlichen Glückwunsch zu diesem Schnäppchen. Dankeschön. Meins. Der Haken daran, anschließend wird mit ihnen Schlitten gefahren. Das können Sie doch nicht machen! Doch leider arbeiten manche ihrer Mitbewerber noch deutlich subtiler. Der Kunde wird gut beraten und ahnt nichts Böses. Doch ehe er sich's versieht. Ach, Sie wissen schon. Das ist ein todsicheres Investment. Da kann gar nichts anbrennen. Das ist wohl das Schlimmste, was einem Kunden passieren kann. Ein Berater, der selber keine Ahnung hat und dem es auch egal ist, was mit seinem Kunden passiert, solange er ihn nur ordentlich verschaukeln kann. Autsch! Angenommen, Sie würden feststellen, dass Sie als rechtschaffender Anbieter nicht alleine sind. Dass es Mitstreiter quer durch alle Branchen gibt, die ihren Kunden kein X für ein U vormachen. Und was wäre, wenn diese Hand in Hand daran arbeiten würden, sich gegenseitig Aufträge zu vermitteln? Wären Sie denn nicht gerne Teil dieses Teams? BNI Chapter Pollux, mein Team für Empfehlungsmarketing. Und definitiv viel mehr als ein Frühstück! Besuchen Sie uns als Gast bei einem unserer nächsten Treffen. Wir freuen uns auf Sie.